Das Problem ist, dass sie als Frau, das habe ich sehr schnell gemerkt, wenn sie aktiv sind, wenn sie entscheidungsfreudig sind, wenn sie was wollen und das durchsetzen und sagen, jetzt kriege ich die Mehrheiten. Ich bin sicher, bei einem Mann wäre gesagt worden, der ist aber entscheidungsstark und der hat Ideen und Visionen, die will der umsetzen. Dies ist aber eine Erfahrung, die ich über all die Jahre gesammelt habe, dass wenn Frauen sagen, ich will das so und dafür kämpfe ich, das eher kritisch gesehen wird, auch beim Zuschauer, als wenn Männer das machen. Da heißt das entscheidungsstark und nicht autoritär.